Diese Perspektive verrät es unschwer. Wir befinden uns im Donaupark. Stellt euch mal vor, ihr müsstet hier hinaufklettern, statt einen komfortablen Aufzug zu benutzen. Ganze 252 Meter hoch ist dieser Turm. Es ist natürlich der Donauturm im Donaupark, der anlässlich der Wiener Internationalen Gartenschau 1964 wie der gesamte Park eröffnet wurde. Beliebtes Ausflugsziel sind diese Drehrestaurants und die Ausflugsterrasse rundherum. Um diesen Donauturm mal in voller Länge drauf zu bekommen, bitte alle die Köpfe nach links legen. So, jetzt habt ihr ihn mal vollformatig. So, jetzt die Köpfe langsam wieder nach oben. Früher war der Stephansdom mit 137 Metern das höchste Bauwerk der Stadt. Seit 1964 ist es der Donauturm mit 252 Metern. Der Donaupark ist mit über 600.000 Quadratmetern eines der größten Grünerholungsgebiete Wiens und seit 19. April 1964 für die Bevölkerung geöffnet. Diese interessante Steinfigur war wahrscheinlich nicht Zuseher oder Zuhörer, als unter diesem Kreuz 1983 Papst Johannes Paul II. Während des Katholikentages auf dieser riesengroßen Wiese, die seither auch Papstwiese heißt, eine Feldmesse vor 300.000 Besuchern las. Natürlich gibt es im Donaupark auch Wasser. Kein Wunder, ist ja in der Nähe der Donau. Und in diesem Wasser tummeln sich unter anderem auch Schwäne. Diese Figurengruppe von Karl Anton Wolf wurde erst 1986 aufgestellt und nennt sich die Technik als Apokalypse. Von links sehen wir das goldene Kalb, den babylonischen Turm und das Golgatha-Syndrom. Ich darf euch hier jetzt eine Blume vorstellen, und zwar eine schwarze Blume, bestehend aus lauter Sonnenpanels. Und diese Solarblume erzeugt den Strom, der für die Altlastaufbereitungsanlage Donaupark Bruckhaufen benötigt wird. Theophrast Bombast von Hohenheim lautet der vollständige Name dieses Herrn. Gemeinhin bekannt ist er als Paracelsus. Er lebte im 16. Jahrhundert in Salzburg hauptsächlich und er war der erste Arzt im Mittelalter, im ausklingenden oder Nachmittelalter, der es gewagt hat, auf Deutsch zu schreiben und noch dazu die vorherrschenden Praktiken der Quacksalberei anzuprangern. Ernesto Che Guevara war ein marxistischer Revolutionär, Politiker, aber auch Arzt und Autor im kubanischen Freiheitskampf. Offiziell getötet wurde er in Bolivien, im Kampf natürlich, und sein bekanntester Ausspruch lautet: Solidarität ist die Zärtlichkeit der Völker. Simon Bolivar, genannt El Libertador, war ein südamerikanischer Freiheitskämpfer, der bei der Befreiung einiger südamerikanischer Staaten mitentscheidend oder entscheidend beteiligt war. Die Liste sehen wir hier. Ich glaube, ich brauche sie nicht vorlesen. Ein interessanter Ausspruch von Simon Bolivar wäre: Die Seele eines Geknechteten kann kaum beurteilen, was gesunde Freiheit ist. Entweder er wütet im Aufruhr
oder er drückt sich in den Ketten. Gegenüber von Simón Bolívar steht Juan Pablo Duarte y Diez. Er war der Staatsgründer der Dominikanischen Republik. Ein bemerkenswerter Ausspruch von ihm heißt: Ein Leben ohne Vaterland ist dasselbe wie ein Leben ohne Ehre. Hat einen recht energischen Blick, dieser Herr, oder? Nun, er war auch General José Gervasio Artigas und er war einer der führenden Streiter in der Unabhängigkeit Uruguays. José Martí hieß dieser Herr, war ein Schriftsteller in Kuba zur Zeit des Unabhängigkeitskampfes und hat sich da auch sehr engagiert und war Mitbegründer des Modernismo, der ersten lateinamerikanischen eigenständigen Literaturbewegung. General José de San Martín war einer der führenden Kämpfer bei der Unabhängigkeit Argentiniens. Sein bekanntester Ausspruch: Des Ehrenmannes bester Richter ist sein Gewissen. Salvador Allende war Präsident Chiles von 1970 bis 1973. Sein Vorhaben war, eine demokratische Regierung zu schaffen. Das wurde allerdings mit einem Militärputsch 1973 niedergeschlagen. Allende kam der Erschießung durch die Aufständischen durch Selbstmord zuvor. Bemerkenswert ist mit Sicherheit Allendes bekanntester Ausspruch: Eher früher als später werden sich die breiten Straßen für die Menschen öffnen, die in Würde eine bessere Gesellschaft schaffen werden. Kleines Ratespielchen gefällig. Was könnten diese zwei wohl sein? Schauen wir sie mal rundherum an, vielleicht kommen wir dann drauf. Und einen Verdacht geschöpft. Ich helfe mit. Die Skulpturengruppe nennt sich König und Königin. Stammt von einem gewissen Herrn Kurt Göbel. Und jetzt zweites Rätsel. Wer ist der König? Wer ist die Königin? Özil Hadjibejow war ein russisch-aserbaidschanischer Komponist des 20. Jahrhunderts. Ja, und wenn dem Künstler für sein Objekt kein passender Name einfällt, dann nennt man es einfach, na wie wohl, claro, abstrakte Darstellung. Das Mosaik-Kaffeehaus-Szene stammt von Maître Helmut Leherb und entstand 1963. Diese Mosaikwand mit Fantasievögeln vor einem schwarz-weißen Hintergrund schuf der Künstler Kurt Konrad Löw, allerdings erst 10 Jahre nach der Eröffnung der WIG. Zum Abschluss meines heutigen Stadtspaziergangs möchte ich euch den Frühling aus dem Donaupark mitbringen.